Moin in Ollis Modellbahnkeller. Heute haben wir hier Märklin 3650. Die ist schon Motorola digital leicht, aber sie soll MFX-Decoder bekommen. Erste Augenscheinnahme. Die Haftreifen sind alt und werden erneuert. Wenn wir den Antriebsstrang uns anschauen. Wir lösen die Schraube. Wir sehen, dass wir zwar einen Decoder drin haben, aber noch einen analogen Motor. Wir haben aber schon isolierte Lampen hier drin. Das heißt, wir werden eine 21-polige Schnittstelle verbauen mit einer Halteplatte. Und der Motor müsste eigentlich ein 60944 im Umbau sein. Das werden wir jetzt wie immer angehen, wie ihr das kennt. Ach ja, und einen Lokpilot haben wir natürlich auch noch nachher, damit wir MFX haben und ein paar mehr Funktionen. Wir löten erstmal die Kabel von den Lämpchen ab. Es werden auch alle Anschlüsse neues Zinn bekommen. Hier haben wir noch den roten dran vom Decoder. Der kommt da auch wieder dran, damit wir weiterhin eine Oberleitungsumschaltung haben. Ob wir die jetzt benutzen oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Dann klipsen wir hier die Halteplatte, tauschen wir aus gegen die L-förmige. Wir haben hier schon die Schraube, die wir sonst oft nachrüsten müssen, ist hier schon dadurch vorhanden. Oh, das sind sogar zwei Schrauben bei der. Na, dann gewinnen wir mal wieder eine zurück. So. Sonst müssen wir immer eine spendieren. So. Ah, dann haben wir hier unten, sehen wir, haben wir Masse. Die haben wir hier, sind hier unten rangelötet. Das habe ich früher auch mal bei Hardlock so gemacht. Kommen wir ganz schwer ran, weil wir jetzt die idiotischerweise die Halteplatte schon rangeschraubt haben. Die nehmen wir noch mal ab. Wir müssen natürlich erstmal die alten Kabel ablöten. Das hat natürlich Vorrang vor dem Neuaufbau. Und dann habt ihr das auch mal gesehen. Frisches Lötzinn auf dem Lötkolben bringt mehr Wärme. Der ist jetzt auch ab. Hier haben wir gesehen, ist die Isolierung beschädigt von dem Draht. Das müssen wir dringend gleich in Ordnung bringen. Da bauen wir einen neuen roten an. Wir löten den zur Sicherheit schon mal ab, damit wir das nicht vergessen. Dann können wir hier überall schon frisches Lötzinn drauf machen, damit wir bei... Au! Können wir alle schon schön frisch verzinnen, hier hinten auch, nicht vergessen. Ja, und wie ihr das so üblicherweise kennt, oh, ich will einen Kupplungshaken. Das ist ja ungünstig. Aber was fehlt, das fehlt. Das können wir nicht ersetzen. Wir nehmen die Antriebseinheit raus. Kann man hier nach unten rauszupfen.
So, wir haben hier dann schon mal alles vorbereitet, um den roten Draht gleich zu ersetzen. Und hier, wie gesagt, bauen wir den Gleichstromantrieb ein. Und wenn wir das alles vorbereitet haben, dann schauen wir uns das an. Weil, wie die Motoren eingebaut werden, das kennt ihr jetzt zur Genüge. Wir reinigen alles, Haftreifen neu, ölen. Also das ist ja immer das Gleiche bei allen Loks, die ich umbaue von Märklin. So, wir haben den Antrieb umgebaut, wie bekannt. Gleichspannungsquelle dran, wenn man möchte, wenn man nochmal das überprüfen will, ob das Ding funktioniert. Und dann kann das auch schon hier wieder eingesetzt werden, sauber. Haftreifen sind auch neue drauf, alles geölt und gefettet. Was wir jetzt noch gemacht haben, wir haben die Kupplung, die war vorne montiert. Die montieren wir hinten, damit dann auch die Lok, wenn sie vorwärts fährt, hinten Güterwagen anhängen kann. So. Ah. Das Gewinde ist kaputt. Das dreht durch. Deswegen ist die Kupplung scheinbar auf der anderen Seite gewesen. Aus Sicherheitsgründen. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Da kann man natürlich jetzt nichts gegen tun. Na. Jetzt die Schraube, die kaputt ist, oder das Gewinde? Ich glaube, das Gewinde, das ist natürlich unpraktisch. Jetzt weiß ich auch, wieso die Kupplung vorne war. Das kann man natürlich nicht reparieren. Damit muss man bei so einer alten Lok dann leider leben. Aber dann haben wir den Grund gefunden. Na, ihr wisst, ich schraube es jetzt fest. Beim Zugucken ist es immer etwas schwerer. Wer diese Kupplungshaken zum Beispiel gegen die neuen Kurzkupplungen tauschen will, da gibt es im Internet einen netten Modellbahnkollegen, der druckt die im 3D-Druck aus und dann kann man hier sich NEM-Schächte dran bauen, wenn das interessiert. Ja, das heißt, wir bauen die Lok jetzt komplett neu auf, verlöten die mit der 21-poligen Schnittstelle. Die Drosseln kommen natürlich auch drauf. Und dann gucken wir uns wie immer das Werk, was wir gemacht haben, gemeinsam an. Da ist das schöne Stück. Auf MFX-Decoder umgebaut, weiß-blau, gelb-blau hinten, orange und grau, hier Masse dran, hier unten auch, hier der Schleifer mit rot, neues Kabel auch nach unten gezogen, damit nichts passiert, hier ein bisschen Schrumpfschlauch, damit nichts eingeklemmt wird, wenn wir denn das Gehäuse draufsetzen. So, und dann geht's ab aufs Testgleis für uns alle. Da ist das gute Stück. Muss noch angefahren werden. Aber wunderschön beleuchtet mit Doppel-A-Licht. MFX-Decoder, DCC, was man alles haben möchte für den modernen Digitalbetrieb an modernen Zentralen. Ein wieder mal etwas einfacher Umbau, finde ich. Den kann auch ein Anfänger sich mal ranwagen. Projekt- und Teileliste findet ihr wie immer unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.